Wie der Arnold mit I'll Be Back versprochen hat, jetzt ist er zurück mit Terminator Genisys. Was der Film kann, erzähle ich euch jetzt. Die ersten beiden Terminator-Filme, Terminator und Terminator 2 Judgment Day, gehören zu den Sci-Fi-Klassikern sozusagen. Sie sind geliebt auf der ganzen Welt. Ich persönlich habe jetzt nicht so eine tiefe Verbindung zu diesen Filmen wie andere, die vielleicht mit denen aufgewachsen sind. Aber ich finde es unterhaltsame Film und jetzt fragt sich, kann Terminator Genisys da mithalten? Es ist schließlich mittlerweile der 5. Teil und die letzten 2 sind ja nicht so der Hit gewesen. Die sind wirklich eigentlich ziemlich ein Güssel gewesen. Und ich sage es mal vorweg, Terminator Genisys ist völliger Unsinn. Der Film ist ein riesen Geschwurbel von Seich. Aber ich möchte zuerst mal noch schnell erzählen, was gut ist. Sicher gut ist die Musik. Der Lorne Balfe, so sagt man glaube ich sein Name, das ist so ein bisschen der Lehrling von Hans Zimmer, hat den Film gescored und die Musik ist wirklich gut. Das ist meistens zwar relativ subtil, aber es ist wirklich gut, das passt zu den Szenen, da kann man echt nicht viel sagen. Andererseits auch sehr gut ist der Arnold Schwarzenegger, wenn man ihn gern hat natürlich. Er ist einfach immer noch der Arnold, aber er funktioniert wirklich immer noch erstaunlicherweise gut als Terminator. Er ist nicht einfach irgendwie so, schau mal, ich bin jetzt ein Terminator, ich bin wieder da, sondern er geht nochmal voll in die Rolle rein und er ist auch teilweise tatsächlich sehr lustig. Der Film ist allgemein über weite Strecken tatsächlich relativ witzig, meistens zwar unfreiwillig, aber auf das können wir nachher sprechen. Und was ich auch möchte anmerken, der Kern von der Idee, vom Plot, ist eigentlich relativ kreativ und ziemlich cool, aber was einfach Gottlob nicht funktioniert, ist alles rundum. Und wenn wir es schon davon haben, was nicht so gut war, das überwiegt leider ein bisschen. Einerseits ist die Action nicht irgendwie speziell. Terminator 2 vor allem hat sehr viele, sehr coole Action-Szenen gehabt, die einem in Erinnerung bleiben. Hasta la vista, baby. Genisys nicht wirklich. Ist einfach, es hat auch ein bisschen Action gehabt, es hat ein bisschen Zeug verjagt und wenn man an dem Freude hat, dann ist das gut. Und während der Arnold sehr gut funktioniert als Terminator, Emilia Clarke, die ich sehr cool finde, vor allem als Daenerys Targaryen bei Game of Thrones, sie ist als Sarah Connor, ja, sie ist okay. Sie ist okay, sie ist nicht schlecht, sie ist aber auch nicht wirklich gut. Sie hat auch ein bisschen seltsames Material wahrscheinlich bekommen, so vom Drehbuch her. Aber immerhin hat sie den Bonus, dass sie schön ist zum Anschauen, da kann ich nicht viel sagen. Ihre Partnerin Crime sozusagen, der Kyle Reese, gespielt von Jai Courtney, ist auch so etwas. Der Jai Courtney ist nicht einfach, keine Ahnung, der hätte auch eine Pappfigur anstellen und es wäre etwa gleich viel Charisma übergekommen. Und neben dem Arnold Schwarzenegger ist das natürlich noch viel verheerender. Und noch viel, viel lustiger als die beiden Sachen sind, wenn die zwei kollidieren miteinander. Und zwar sollten die eigentlich eine Love Story aufbauen und die kommt dann auch, aber aus nichts. Es gibt kein Setup, sie finden einander doof und dann plötzlich, ah, oh, ich habe mich in dich verliebt. Jetzt habe ich mal die kleinen Probleme ein bisschen auf die Seite geräumt, jetzt kommt das grosse Problem und das ist das Drehbuch. Ich habe glaube noch nie, oder schon lange nicht mehr zumindest, so einen verworrenen, völlig behinderten Film gesehen, was die Story anbelangt. Zeitreisen kann man mir ja eigentlich verkaufen, wie man will. Ich weiß ja nicht, wie es funktioniert. Aber was Terminator Genisys da abliefert, das hast du jetzt einfach noch gar nie gesehen. Ich habe so müssen lachen im Film die ganze Zeit. Sie versuchen sich irgendwie immer wieder rauszuschnurren. Ich meine, sie haben Vergangenheit, sie sind Zukunft, sie haben parallele Timelines, die miteinander funktionieren und dann plötzlich irgendwie gleichzeitig stattfindet und der Kyle Reese gibt es dann plötzlich irgendwie. Die reisen da zurück, dann reisen sie irgendwie wieder führen, aber alternativ und darum kehren sie nachher wieder um und darum kommt der dann da wieder Ritter und der ist dann aber so und. Ich muss sagen, obwohl das Zeug völlig hirnrissig und so saumässig dumm ist, ich habe immer wieder lachen. Es war zwar wahrscheinlich nicht die Absicht vom Film, weil der Film ist teilweise bierernst und das passt überhaupt nicht. Ich habe so lachen zwischendurch. Ich habe immer wieder mal nur lachen können, meinen Kopf schütteln. Ich dachte, wer hat sich das ausgedacht? Ich glaube, man hat dem Video schon relativ gut können ablesen, was ich von dem Film halte. Der Film ist Unsinn. Da gibt es eigentlich fast keine Widerrede. Aber keine Ahnung, ich habe ihn sehr lustig gefunden, unfreiwillig. Aber ich bin sehr gut amüsiert worden. Einerseits, weil der Arnold als Terminator wirklich noch gut ist. Das hat mich positiv überrascht, dass das funktioniert hat. Aber andererseits, so die komplett unsinnige Zeitverwicklung und am Schluss gibt es einfach so einen Zeitknäuel, wo absolut keiner mehr den Durchblick hat. Aber ja, eben, da muss man dann sich selber die Meinung bilden. Also ich kann ihn nicht wirklich empfehlen, weil er ist nicht gut. Aber
ich musste so herzhaft müssen lachen bei dem Film, es ist unglaublich. Es macht so keinen Sinn. Wie immer, danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich bin jetzt mal allein da gewesen, weil eben wir sind im Moment quasi in einer kleinen Pause. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, zu Terminator Genesis muss ich jetzt einfach etwas sagen. Liken doch unsere Facebook-Seite liken oder folgt uns auf Twitter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es doch abonnieren. Und wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt ihr es doch trotzdem abonnieren. Und ich oder wir sehen euch beim nächsten Mal. Zu der Sci-Fi. Die ersten zwei Terminator-Filme gehören zu den... Danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. I don't fucking know, man.